Stellt euch vor, ihr habt die vier Asse, aber das Pik Ass guckt nach oben. Ich will es aber aussehen lassen, als hätte ich vier Asse, die nach unten schauen. Das, liebe Freunde, ist der AMSI Count und den lernen wir heute. Hat mich leider nicht geholfen, sorry. Kannst du bitte die Kamera umdrehen? Kannst null erklären. Schlecht erklärt. Bitte, mach dieses Tutorial doch mal neu. Ich kannte mich damals noch nicht so gut aus mit Kameras, okay? Ja, hier das neue Tutorial. Moin, liebe Trickser, und willkommen zu diesem neuen Video. Heute im vorletzten Video vor dem Adventskalender, währenddessen übrigens die ganze Zeit den Matti-Merch bestellen könnt, eine neue Folge. Wann kommt denn das Intro endlich? Ach da. Zauberei Basics mit Mr. TrickSXL. Ihr habt mich danach angebettelt, Zeit für ein neues AMSI Count Tutorial. Der AMSI Count, welcher von Alex AMSI erfunden wurde, wer hätte es gedacht, und welcher erstmalig 1960 von ihm in einem Buch erklärt wurde, ist eine Methode, mit der wir Karten verstecken können. Angenommen, ich mache einen Trick mit vier Assen und vier Damen und ich klaue mir heimlich eine Dame zu den Assen dazu, dann möchte ich nicht, dass man diese Dame sieht. Und um das zu verstecken, kann ich einen AMSI Count benutzen. Auch umgedrehte Karten kann ich mit einem AMSI Count verstecken. Das Pik Ass ist das einzige, das nach oben schaut. Wenn ich meinen Finger jedoch schnippe, dann habe ich 1, 2, 3, 4 Karten, die wieder nach unten schauen. Und auch 3 Karten als 4 aussehen zu lassen, auch das geht mit Hilfe des AMSI Counts. Und wie ihr das Ganze nachmachen könnt, das erkläre ich euch jetzt. Schnappt euch eure Karten, viel Spaß mit diesem Video. Direkt vorweg ein kleiner Pro-Tipp von mir. Ich habe jetzt hier etwas neuere Karten, das sind meine Regalia-Karten von Shinlim. Ich verlinke euch die mal in der Videobeschreibung, wenn sie noch auf Lager sind. Mit neueren Karten ist es etwas schwieriger, das Ganze einzuüben, weil wir nachher ein Doppel haben, also 2 Karten als eine verkaufen, und genau das machen euch ältere Karten sehr viel einfacher, ja, weil sie etwas zusammenkleben. Ich suche mir mal eben schon mal die vier Asse raus. Da ist das Karo Ass. Was macht der Typ? Hier ist das Herz Ass. Alter, mein Nachbar ist so gruselig. Pik Ass. Echt, du hämmerst jetzt, wenn ich ein Video drehe. Kreuz Ass. So. Und die vier Asse sind jetzt oben gelandet. Ja, wie das genau funktioniert mit Hilfe des Spread Card, das erkläre ich euch im Adventskalender nochmal ganz ausführlich. Noch eine letzte Beispiel-Performance. Ihr seht die vier Asse, aber das Pik Ass ist das einzige, das nach oben schaut. Wenn ich meinen Finger jedoch schnippe, dann habe ich 1, 2, 3, 4 Karten, die wieder nach unten schauen. Wie funktioniert der ganze Spaß jetzt? Ich verrate es euch. Also, wir gehen jetzt einfach mal wieder von derselben Position aus, in der ich gerade war. Das Pik Ass möchte ich jetzt verstecken. Das ist der klassischste Fall eines AMSI Counts. Die anderen drei gucken nach unten, nur das Pik Ass guckt nach oben. Grundvoraussetzung ist, wenn ihr einen AMSI Count mit vier Karten machen wollt, dass die Karte in dritter Position diejenige ist, die gleich verschwindet, okay? Ihr müsst die, die ihr verstecken wollt, an dritte Stelle bringen. Und jetzt tun wir Folgendes. Ich muss die Karten ganz bündig übereinander schieben, ja, dass sie schön sauber als ein Packet hier in meiner Hand liegen. Als Rechtshänder mache ich den AMSI Count folgendermaßen. Als Rechtshänder halte ich die Karten hier in meiner linken Hand und ich verändere jetzt meinen Grip, weil es mir das Ganze einfacher macht. Wenn ihr den AMSI Count so ganz natürlich aus dem Mechanics Grip heraus machen könnt, dann seid ihr Kings. Ich kann das leider nicht sauber, wie ihr gerade gesehen habt. Ich mache meinen AMSI Count immer etwas anders. Also das Pik Ass liegt an dritter Stelle. Mein Griff verändert sich folgendermaßen. Mein Daumen liegt jetzt hier links an der Kante und mein Zeigefinger, Mittelfinger und so ein bisschen auch mein Ringfinger liegen hier links unten an der Kante, okay? Alex AMSI hat diesen Griff auch selbst und den ganzen AMSI Count selbst als Fingertip AMSI Count bezeichnet. Ja, also der AMSI Count, der an den Fingerspitzen stattfindet, und das ist genau der hier original aus seinem Buch aus 1960. Einmal kurz im Schnelldurchlauf der AMSI Count und dann erkläre ich euch ganz genau im Detail, was ihr macht. Also, ich habe hier die vier Karten und erstmal nehme ich die oberste rechts zur Seite, dann ist hier eine umgedrehte Karte und das Pik Ass. Diese beiden Karten schiebe ich als Doppel rechts rüber, nehme währenddessen die erste Karte hier unten wieder an. Ich nehme rechts das Doppel und ich zähle die letzten zwei Karten ab. Das ging jetzt sehr schnell, aber das ist der Ablauf des AMSI Counts. Und die Karte landet am Ende von der dritten in der vierten Stelle. Ja, die dritte Karte landet an vierter Position nach Vollendung des AMSI Counts. Also, wie funktioniert das Ganze im Detail? Es passieren ein paar Dinge gleichzeitig und das müsst ihr sehr fleißig üben. Vor allem, wenn ihr gleich hier dieses Doppel zur Seite schiebt, ja, diese zwei Karten. Das müsst ihr ganz lange üben, dass es ein sauberes Doppel ist, das ihr nicht flasht. Euer Zuschauer darf auf keinen Fall sehen, dass es zwei Karten sind und schon gar nicht sehen, dass die Karte noch Face-Up ist. Okay? Also, üben, üben, üben vom Spiegel. Wenn ihr dieses Tutorial fertig geschaut habt, stellt euch vor den Spiegel und übt ganz fleißig eure Winkel, übt ganz fleißig eure Moves. Das gilt für alles in der Zauberei. Bitte zeigt einen Trick erst, wenn er 100% sauber ist und wenn ihr auch 100% vorführen könnt. Ja, das heißt, ihr wisst auswendig, wann sagt ihr was, wann lenkt ihr wie ab. Über all das müsst ihr euch auch Gedanken machen. Bitte führt Tricks nur vernünftig vor, okay? So, jetzt ganz
detailliert, wie funktioniert der AMSI-Count. Wie gesagt, ich gehe in meinen Ausgangsgriff links an der Kante. Die oberste Karte, die ziehe ich jetzt mit meinem rechten Daumen. Zack, ja, meine anderen Finger drücken so ein bisschen gegen die unteren drei Karten. Ich hoffe, das könnt ihr sehen. Meine anderen Finger drücken so ein bisschen hier von rechts gegen die unteren Karten und mein Daumen zieht erstmal die oberste Karte, okay? Dadurch bleiben die anderen Karten an Ort und Stelle ganz bündig. Die oberste Karte ziehe ich mit meinem rechten Daumen in meine rechte Hand. Jetzt bringe ich diese Karte wieder ganz bündig unter die anderen Karten. Okay, ich mache es jetzt erstmal versetzt zum Erklären, aber nachher macht ihr es bitte perfekt bündig, okay? Das muss wirklich perfekt sein. Ich sage euch auch gleich, warum. Die oberste ziehe ich. Und jetzt möchte ich so tun, als würde ich die nächste Karte auch mit meinem Daumen ziehen. Aber eigentlich passiert jetzt Folgendes. Mein linker Daumen drückt jetzt hier links an dieser Kante die nächsten zwei Karten, als wäre das eine Karte, okay? Hier ist das Pik Ass mit Gesicht nach oben, aber mein linker Daumen drückt jetzt diese zwei Karten rechts rüber, als wäre es eine Karte. Und das macht ihr, indem ihr auch mit den anderen Fingern unten die letzte Karte nach links zieht, okay? Ihr zieht die gegeneinander. Das hier ist der Move ohne Karten. So sieht das Ganze aus. Mein Daumen geht nach rechts, die anderen Finger gehen nach links mit Druck. Nicht zu viel, ja, es soll nicht verkrampft aussehen. Also ihr macht auch nicht den hier. Ihr verbiegt die Karten bitte nicht vor Druck. Aber wenn ihr das zu locker macht, ja, dann kann es sein, dass euch das Doppel hier verrutscht und das wollt ihr nicht. Deshalb etwas Druck müsst ihr aufbauen, sodass ihr jetzt hier die beiden Karten rechts rüberschiebt. Aber mein rechter Daumen kommt als Attrappe oben drauf und es sieht so aus, als würde ich hier wieder eine Karte mit rechts ziehen. Rechts ist nur Attrappe. Hier lege ich den Daumen nur auf. Der macht gar nichts. Der ganze Job passiert durch die linke Hand, okay? Zack. Also, was haben wir bis jetzt rausgefunden? Wir ziehen die erste Karte mit rechts, gehen hier hin. Ich lege meinen Daumen hier auf, aber die nächste Karte schiebe ich mit links rechts rüber. Okay? Und während ich jetzt dieses Doppel rüberschiebe, passiert gleichzeitig Folgendes. Die erste Karte, in meinem Fall das Kreuz Ass, diese erste Karte muss ich jetzt hier links wieder aufnehmen. Weil wenn ich das nicht mache, dann habe ich hier nur 1, 2, 3 Karten. Ja, weil ich ja 4 Karten habe, aber ich verstecke eine Karte, indem ich sie doppelt rüberschiebe, dann hätte ich ja nur 1, 2, 3 Karten. Und das wollen wir nicht. Was mache ich jetzt also? Jetzt liegt oben bei mir das Karo Ass. Ich drehe das Karo Ass vielleicht sogar mit Gesicht nach oben, dass ihr genau verfolgen könnt, wo es sich gerade befindet. Die erste Karte ziehe ich rechts rüber. Jetzt passieren die beiden Dinge gleichzeitig. Während ich dieses Doppel rüberschiebe, bringe ich das Karo Ass bündig unter die Karten und ich nehme es jetzt hier mit meinem Zeigefinger, Mittelfinger und auch ein bisschen mit meinem Ringfinger, nehme ich die oberste Karte wieder an. Okay, das heißt, wenn ich es jetzt versetzt machen würde, damit ihr genau verfolgen könnt, was passiert. Während ich das Doppel rüberschiebe, nehme ich hier das Karo Ass wieder links an. Okay, ich mache es wieder mit Gesicht nach unten, weil sonst verwirrt euch das vielleicht. Also, Pik Ass schaut nach oben. Das Karo Ass liegt oben drauf. Ich ziehe die erste Karte mit meinem rechten Daumen rechts rüber. Ich schiebe links das Doppel und während ich das mache, nehme ich hier die Karte gleichzeitig wieder an. Und schiebe das Doppel rüber. Okay, das ist vom Kamerawinkel ein bisschen schwierig, euch zu erklären. Zack. 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 Und zack. Okay? Und deshalb meinte ich, es soll ganz bündig passieren. Ihr wollt nämlich nicht, dass euer Zuschauer sieht, dass ihr die Karte hier links wieder angenommen habt. Ja, das wäre fatal. Das darf der Zuschauer auf keinen Fall sehen. Er darf nicht das hier sehen. Deshalb müsst ihr es perfekt bündig machen. Eins. Bündig drunter legen. 2, das war aber eigentlich ein Doppel hier mit der versteckten Karte. 3, 4. Das ist jetzt erstmal der Grundablauf, aber nur weil ihr jetzt den Grundablauf gesehen habt, heißt das nicht, dass ihr jetzt einen AMSI-Count könnt. Da steckt noch sehr viel mehr dahinter. Hier jetzt ein paar Tipps, wie euer AMSI-Count wirklich unsichtbar wird und wie ihr eure Zuschauer auch verblüfft und sie nicht sagen, du hast da 2 Karten abgezählt. Das ist mir anfangs nämlich passiert. Ganz am Anfang haben meine Zuschauer gesagt, du hast ja einfach die eine doppelt gezählt. Wie könnt ihr das vermeiden? Was könnt ihr machen, damit es echt darüber kommt? Ein Tipp, den Jay Sankey immer wieder gerne gibt bei sämtlichen False Counts, zählt die Karten nicht einfach ganz langsam hier so rüber, okay? Das ist zwar alles schon schön und gut und so habe ich den früher auch gemacht. Wie kann er noch sehr viel verblüffend darüber kommen? Tipp Nummer 1, zieht nicht einfach rechts zur Seite oder als Linkshänder nach links, sondern zieht nach unten gefühlt, okay? Das heißt, so, denn dann habe ich diesen Sound hier, okay? Und allein dieses Geräusch und auch optisch dieses Klicken der Karte, das sieht ultimativ aus.
nach einer Karte aus. Und wenn ich jetzt 4 Karten so abzähle, sieht es ultimativ nach 4 Karten aus. 1, jetzt nehme ich das Doppel, nehme die erste Karte wieder an und ziehe das Doppel runter. 2, 3, 4. Okay? Und insgesamt sieht das Ganze in Performance Speed dann so aus. Das sieht ja mal ultimativ nach 4 Karten aus. Ihr seid jetzt natürlich super dicht dran von der Kameraeinstellung her. Ja, das heißt, ihr seht ultimativ hier das Doppel, okay? Das ist nicht zu vermeiden, wenn ich das schnell runterziehe, dass ihr das etwas sehen könnt. Aber glaubt mir, euer Zuschauer wird es, wenn ihr es so abzählt, niemals erkennen. Das ist von mir Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2. Jede einzelne Karte spielt eine andere Rolle. Jede Karte ist anders und muss auch entsprechend behandelt werden. Die erste Karte ist ja wirklich eine Karte. Das ist die einzige Karte, die wir clean abzählen, okay? Das heißt, bei dieser Karte muss 100% clean die Karte zur Seite gezogen werden. Jetzt bringe ich diese hier ja wieder hoch und nehme sie hier mit meinen linken Fingern wieder an. Wenn ich jetzt das Doppel rüberschiebe, zack, ist wichtig, dass meine linke Hand die Karten hier ruhig hält, weil dieser erste Count, die erste Karte, die die einzige ist, die wir sauber normal abzählen, diese erste Karte, die sollte uns als Vorlage dienen, weil so sieht es ganz normal aus, wenn man eine Karte von einem Packet von 4 Karten rechts rüberzieht. Das sieht genau so aus. Das sollte mein Vorbild sein für alle anderen Karten. Wenn ich jetzt das Doppel rüberziehe, dann sollte ich genau die Bewegung imitieren, die ich gerade gemacht habe. Und meine linke Hand hält die beiden Karten ruhig, weil nachdem ich die erste Karte gezogen habe, war das hier auch ein ruhiger Stapel. Ich kann jetzt also nicht hier irgendwie so rumwackeln plötzlich, sondern es sollte halt wirklich genauso aussehen wie bei der ersten Karte. Ganz ruhig die linke Hand. Ich gehe hier rüber, zack, und die linke Hand bleibt ganz ruhig. Und auch bei der dritten, ups, jetzt habe ich hier einen Doppel-MC-Count gemacht, jetzt habe ich 5 abgezählt. Nochmal, auch bei der dritten und vierten Karte sollte die linke Hand immer ganz ruhig halten, okay? Weil ihr ja bei der ersten Karte nicht sowas macht. Ups, jetzt ist mir die runtergefallen. Ja, ihr seht schon, sowas macht man nicht. Man bewegt die Karten nicht so, oder? Das würdet ihr niemals natürlich machen, wenn ihr ganz normal Karten abziehen wollt. Das würdet ihr nicht machen. Warum machen es dann einige von euch beim MC-Count? Das ergibt keinen Sinn. Deshalb ganz ruhig die linke Hand und sauber die rechte Hand. 1, 2, 3, 4. Und achtet auch darauf, das ist mir gerade leider nicht passiert, achtet darauf, dass ihr es 100% bündig die erste Karte wieder übergebt. Also 1, 2, 3, 4. Und zur Performance Speed, es muss gar nicht so schnell sein. Ja, es muss nicht 1, 2, 3, 4, weil das würdet ihr ja in echt auch nicht machen. Ihr wollt ja eurem Zuschauer zeigen, ey, ich habe 4 Karten in der Hand, okay? Und je nachdem, ob der Zuschauer jetzt schon weiß, dass etwas passiert ist, das heißt, zeigt ihr ihm die Karte mit Gesicht nach oben und schnippt den Finger und die Karte soll sich umgedreht haben, dann weiß der Zuschauer, dass was passiert ist, ne? Dann wollt ihr natürlich ganz langsam, nicht zu langsam, aber auch nicht zu schnell, ihr wollt natürlich zeigen, guck mal, ich habe hier das Peak Ass, aber wenn ich meinen Finger schnippe, dann habe ich nur noch 1, 2, 3, 4 Karten, die nach unten schauen. Dann ist euer Zuschauer verblüfft. Verblüfft ist euer Zuschauer nicht, wenn ihr zeigt, yo, hier ist das Peak Ass, ich schnipp meinen Finger und 1, 2, 3, 4, oh, die schauen alle nach unten. Ja, da weiß der Zuschauer, dass ihr was zu verbergen habt. Ihr wollt es aber nicht so aussehen lassen. Ihr wollt es aussehen lassen, als wäre das Ganze natürlich. Und deshalb 1, 2, 3, 4 Karten. Okay? Es gibt aber auch den Fall, dass der Zuschauer nicht weiß, dass hier was anders ist. Okay? Wenn ihr beispielsweise ein Ass gegen eine Dame ausgetauscht habt und der Zuschauer soll noch nicht sehen, dass eine Dame dabei ist, dann wollt ihr das Ganze natürlich nicht auffällig machen. Es soll unauffällig sein. Der Zuschauer soll nichts verdächtigen. Ja, ich habe einfach nur 4 Asse hier, zack. Gut, da waren jetzt 3 rote und ein schwarzes. Ich habe die jetzt dumm verteilt gerade. Aber ihr wisst, was ich meine. Es soll einfach natürlich aussehen, ja? Und ihr könnt ihn nicht nur mit 4 Karten machen, ihr könnt ihn auch mit 5, 6, 7 Karten machen. Angenommen, ich will jetzt diese 4 Karten hier verstecken, ja, das ist möglich mittels MC-Count. Ich zeige meinem Zuschauer, guck mal, ich habe hier die 4 Asse, ja, 1, 2, 3, 4 und damit machen wir Folgendes. Okay, das sollte euch nicht passieren, aber ja, theoretisch könnt ihr haufenweise Karten verstecken damit. Nicht zu viele, aber ich sag mal, von 4 bis 7 Karten ist hier alles eigentlich sehr, sehr, sehr clean. Jetzt könnt ihr den MC-Count üben, üben, üben. Führt ihn erst auf, wenn ihr nichts flasht und wenn er wirklich sauber aussieht. Denkt dran, ab dem 1.12. gibt es den Matti-Merch. Wir sehen uns übermorgen. Bis dahin. Ciao.